Heute gibt es mal wieder ein neues Video von mir und ich habe das schon wieder so lange nicht gesagt. Es tut mir so leid an alle Leute, die mir hier auf YouTube folgen. Aber es gibt heute mal wieder ein neues Video von mir. Und zwar gibt es heute mal wieder ein Shopping-Haul. Das haben sich so, so viele von euch gewünscht. Vor allem die Leute, die mir auch auf Instagram folgen. Ich habe in letzter Zeit mal ein paar Shopping-Hauls auf Insta gemacht. Ich kann euch mein Insta hier einmal einblenden. Also da kommt auf jeden Fall ein bisschen öfter was als hier auf YouTube. Aber heute gibt es jetzt ein neues Video. Und zwar, wie gesagt, zeige ich euch jetzt meine neuen Errungenschaften, die ich habe. Und zwar sind die meisten Sachen eigentlich Wintersachen. Ich habe auch ein, zwei Bikinis dabei, weil ich im Dezember in den Urlaub fliege mit meiner Mama. Aber sonst an sich sind es einfach nur komplett Wintersachen. Und ich hoffe, ich habe da ein paar Infos sozusagen für euch. Und dann würde ich sagen, fange ich auch direkt mal an. Ich war nämlich letzte Woche mit Lea in der Stadt. Ich weiß nicht, wer von euch Lea kennt. Aber wir waren auf jeden Fall shoppen. Und ich habe mir einen Pulli gekauft. Oder eher gesagt, einen Hoodie. Und zwar ist der einmal von Palm Angels. Der ist grün und ein bisschen oversized. Ich habe den tatsächlich auch aus der Männerabteilung und da war nämlich reduziert und deswegen habe ich ihn mitgenommen. Ich weiß gar nicht, was für eine Größe ich da drin habe. Ich glaube, ich habe M, also M und Männerabteilung. Ich finde den wirklich echt sehr, sehr cool. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Pulli haltet. Ich werde euch auch jedes Outfit einmal eingeblendet anzeigen, dass ihr auch seht, wie es angezogen aussieht. Und ich habe den bei Bräuninger gekauft. Und ich suche mir eben gefühlt gerade aktuell für jedes Video einen neuen Video-Hintergrund. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was mir am besten gefällt, wo ich mich am besten hinsetze. Ich habe als nächstes mir noch ein Kleid bestellt. Und zwar ist das einmal von Naked. Ich trage das in Größe XS. Und das ist einfach einmal so ein schwarzes, enges Kleid mit einem V-Ausschnitt. Und ich finde das wirklich super süß, weil man kann das voll gut mit Overknees kombinieren, die ich mir auch neu bestellt habe. Und zwar sieht das Ganze so aus. Hier sind einmal meine Overknees und die sind aus Leder und ich habe die bei Zalando, glaube ich, bestellt. Bei allen Sachen, wo ich einen Link finde, setze ich den euch einmal unten in die Infobox rein. Aber auf jeden Fall sind das einmal diese Schuhe. Ich finde die super, super süß. Ich hoffe, die waren auch gar nicht so günstig. Aber ich muss sagen, ich finde, die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Weil wir schon beim Winter sind, habe ich mir eine Thermo-Leggings geholt. Und ich werde immer so oft von euch gefragt, woher ich meine Leder-Leggings habe. Und meine Leder-Leggings sind immer von Calzedonia. Und jetzt passend für den Winter habe ich mir meine gleiche Leggings, die ich schon mal habe, nochmal bestellt, aber die ist innen drin einmal so gefüttert. Ich weiß nicht, ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht, aber diese Hose hält wirklich super, super warm. Also meine normale Lederleggings ist auch von Calzedonia und die hier ist jetzt einmal innen drin noch gefüttert. Das ist auch gar nicht, die sind auch gar nicht so teuer. Ich glaube, die kosten 19 Euro oder so, aber die Hosen halten wirklich super, super lange und ich habe die letztes Jahr schon gehabt und habe mir jetzt einfach nochmal eine zweite zur Auswahl sozusagen geholt, weil ich die so oft trage. Dann, wenn wir schon bei Hosen sind, habe ich mir einmal eine neue Boyfriend-Hose geholt. Oder ich weiß nicht, ob das eine Mom-Jeans ist. Ich hätte jetzt gesagt, es ist eine Boyfriend-Hose. Ich bin mir aber auch nicht ganz so sicher. Die ist einmal von Zara. Ich trage da Größe 34. Und sie ist super, super weit. Ich finde die richtig, richtig cool. Aber so Hosen kann man gefühlt nie zu viel haben. Vor allem jetzt für mich einfach so das perfekte Blau, falls ihr wisst, was ich meine. Dann habe ich mir einen schwarzen Rollkragenpulli gekauft. Und ich weiß nicht, wieso, weil ich trage normalerweise nie Rollkragen. Ich mag das eigentlich gar nicht. Vor allem, weil ich immer das Gefühl habe, dass dann da irgendwie so komplett hier meine Schminke drin hängt, wenn ich das so anziehen und es dann bis hier oben geht. Aber ich habe mir einmal diesen schwarzen Rollkragenpulli geholt und der ist auch einmal von Naked. Ich weiß nicht, ich fand den irgendwie cool für den Winter. Ich dachte, das ist mal was anderes und sieht ein bisschen schicker aus als so ein Stoff. Ich weiß es nicht. Und wenn wir schon mal schwarzen Pullovern sind, dann habe ich mir nochmal einen gekauft. Und zwar ist der von Zara. Ich habe den auch in Größe ML bestellt, weil ich wollte den mit meinen schwarzen Overknees, die ich euch vorhin gezeigt habe, tragen. Aber ist das einfach so ein längerer schwarzer Pullover. Und wenn man den anzieht, zusammen dann praktisch mit den Overknees, finde ich oder denke ich, ist das voll perfekt. So sieht der aus. Und ich finde den eigentlich cool. Das ist so ein Basic-Pulli. Ich glaube, der hat 30 Euro gekostet. Und ich finde, das geht eigentlich immer, weil das ist so ein, ja, bisschen schickerer Stoff. Und dann mit so Overknees, glaube ich, ist das eigentlich ein ganz süßes Outfit. Dann habe ich mir noch einmal einen Pulli von LFDY oder ein Sweater von LFDY geholt. Und ich weiß nicht, das soll keine Werbung sein, aber ich liebe die Sachen von LFDY. Ich habe gerade meinen Koffer gepackt, weil ich jetzt gleich nach Köln fahre. Und ich habe einfach drei Hoodies eingepackt und alle drei sind von LFDY. Der sieht einmal so aus. Der ist einfach so ein grauer Sweater. Und auf der Rückseite ist so ein Backprint. Ob ich euch den tatsächlich verlinken kann, weiß ich nicht, weil jeder, der schon mal bei LFDY eingekauft hat, weiß, dass die Sachen immer sehr, sehr schnell ausverkauft sind. Aber schaut auf jeden Fall einfach mal auf der Seite vorbei. Ich finde die Sachen krass. Das ist einfach nur eine Empfehlung von mir an euch. Ich trage immer Größe S. Also ich weiß nicht, ob das eigentlich nur Männersachen sind.
Wenn ja, habe ich halt immer Männersachen an, aber das habe ich generell voll oft. Dann habe ich noch ein paar Schuhe gekauft und zwar sind die auch wieder von Naked. Ich habe die Schuhe gesehen und habe mich direkt verliebt, weil, wie ihr ja vielleicht alle wisst, bin ich jetzt nicht der größte Fan von hohen Schuhen, aber irgendwie fand ich die krass. Also die sehen einmal so aus. Jetzt glänzen die auch ein bisschen, also die sind aus so einem Schlangenmuster, wenn man das so sagen kann, und ich trage halt nicht gerne hohe Schuhe, aber ab und zu, wenn es mal ein bisschen schicker sein muss oder so, finde ich, sind die ganz gut. Und die sind auch super bequem. Ich hatte die jetzt ein, zweimal an und ich muss sagen, ich bin begeistert. Sie sind sehr bequem. Dann hatte ich ja schon erzählt, dass ich im Dezember mit Mama in den Urlaub fliege. Also das heißt, diesen Monat fliege ich mit Mama in den Urlaub über Weihnachten. Und ich habe mir zwei neue Bikinis bestellt, weil, ja, wie ihr mich kennt, bin ich einfach süchtig nach neuen Bikinis und das habe ich jetzt auch mal wieder gemacht. Und die zwei sind, also der eine, der hier ist von Shein, ich fand ihn irgendwie super süß. Ich werde die Bikinis jetzt auch nicht angezogen zeigen, aber das hier ist einmal so ein blauer Bikini mit so einem Blumenprint. Weiß ich nicht, ich fand ihn irgendwie süß, ist mal was anderes. Und ich glaube, der hat auch nur 12 Euro gekostet. Die Bikinis von Shein sind ja immer super günstig. Und dann habe ich hier noch einen zweiten Bikini gekauft. Und tatsächlich habe ich den von Zoe nachgekauft, weil ich hatte den Bikini bei Zoe in Dubai angehabt. Und fand den so schön, dass ich mir den nachkaufen musste. Ich blende euch hier jetzt einmal Bilder von Zoe und mir in diesem Bikini ein. Ich zeige den euch aber trotzdem noch einmal. Zwar ist das so ein Zebra-Bikini. Und das hier ist das Oberteil dazu. Und ich finde den wirklich so, so süß, auch vom Schnitt her. Da sitzt wirklich alles perfekt und der ist von Pimkie und der ist auch gerade sogar reduziert. Also ja, wenn ihr jetzt nachschaut, findet ihr den vielleicht auch noch. Dann habe ich mir für den Urlaub auch noch einmal so eine Cap bestellt, weil ich habe meine letzte irgendwie verloren oder ich finde sie nicht mehr. Deswegen musste ich sie aber neu bestellen. Und ich mag so Caps im Urlaub wirklich super, super gerne. Ich kann euch jetzt einmal ein Bild mit der Cap einblenden, aber ich habe die irgendwie, wie gesagt, verloren. Deswegen habe ich sie nochmal neu bestellt und ich kann euch auch nicht sagen, wo meine Cap ist. Und dann habe ich mir noch einmal ein schwarzes Kleid bestellt. Und zwar war ich vor einer Woche auf einem Geburtstag eingeladen und es war halt eine Motto-Party. Es war Black, aber mit Festival. Und ich wusste nicht so genau, was ich machen soll. Ich habe mir jetzt einfach ein neues schwarzes Kleid bestellt gehabt. Und ich hatte das auch an. Ich kann euch dazu jetzt auch einmal ein Bild einblenden. Und ich finde dieses Kleid so, so schön. Also man erkennt hier jetzt gefühlt gerade gar nichts. Aber das hat hier an der Brust und hier unten drunter so ein bisschen so Cutouts. Und ich finde das Kleid wirklich sehr, 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 sehr schön. Und zwar ist die Online-Seite White Fox. Und ich habe einfach für das Kleid, ich weiß, ich habe zwei Sachen bestellt, aber die zweite Sache habe ich zurückgeschickt. Ich habe, glaube ich, 40 Euro Zoll bezahlt und ich finde, das ist einfach super, super viel Geld. Ich wollte euch das Kleid nicht vorenthalten, deswegen zeige ich es euch trotzdem. Aber ich glaube, ich würde dort nur noch bestellen, wenn es wirklich was super, super Schönes ist, weil der Zoll mir einfach dafür zu teuer ist. Und am ganz zum Schluss wollte ich euch noch zwei Sachen zeigen, die ich mir tatsächlich nicht selbst gekauft habe, sondern die ich geschenkt bekommen habe. Aber ich fand sie so schön, dass ich sie euch jetzt trotzdem zeigen möchte. Und zwar war das einmal ein Geschenk von meiner Mama und einmal ein Geschenk von meiner Schwester. Aber das Geschenk von meiner Schwester ist einmal diese Brille. Und zwar ist die von Prada und ich finde die so, so schön. Ich hatte die von Zoe auch schon einmal an, als wir im Urlaub waren. Da kann ich euch jetzt hier auch einmal ein Bild einblenden. Und zwar ist es diese typische Prada-Brille, die momentan oder jetzt so gehypt war. Ich finde sie wirklich super, super schön. Ja, und die habe ich von meiner Schwester bekommen, aber ich dachte, weil das halt gerade aktuell sowas ist, was so im Trend ist, zeige ich euch das trotzdem einmal. Und dann habe ich einmal noch eine Handtasche von meiner Mama bekommen und zwar ist die von Valentino und meine Mama wusste, dass ich die ganze Zeit eine rote Handtasche wollte. Ich hatte zwar vor kurzem meine rote Prada-Tasche gefunden, aber meine Mama hat mir jetzt einmal noch so eine Ledertasche von Valentino geholt und ich finde die super, super süß und die kann man sich auch so schön umhängen und Crossbody und die ist auch relativ klein und praktisch und ich finde sie wirklich einfach nur süß und schön. Wenn ich irgendwas davon im Internet noch finde, um euch zu verlinken, setze ich euch das auch auf jeden Fall einmal alles in die Infobox. Ja, das war mein kleiner Winter-Shopping-Haul. Ich hoffe, ich konnte euch mit ein paar Sachen vielleicht inspirieren oder ihr konntet irgendwas sehen, was euch vielleicht auch interessiert, was ihr auch gerne haben möchtet. Ich gebe wirklich mein Bestes in Zukunft mal ein paar mehr YouTube-Videos zu machen und ein bisschen aktiver hier zu werden. Ich will es auch immer machen, aber irgendwie weiß ich da nie, was für Content ich bringen soll. Und deswegen kommt dann halt einfach nie was. Ja, ich würde sagen, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich bis nächste Woche Sonntag. Tschüss!